Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Griechenland sitzen immer mehr Flüchtlinge fest. Trotz des schlechten Wetters sind im Februar bislang 34.000 Menschen übers Mittelmeer in das Land geflüchtet. Das sind schon mehr als im gesamten Juni 2015, als die große Flüchtlingswelle begann. Doch da Mazedonien am Wochenende die Regelungen für den Grenzübertritt verschärft hat, ist vielen der Weg nach Norden versperrt. Der Grenzübergang Ithomeni ist für tausende Menschen derzeit die Endstation. Diese Afghanen wollen sich von nichts und niemandem stoppen lassen. Doch die mazedonische Seite verwehrt ihnen die Einreise, auch weil das Nachbarland Serbien keine afghanischen Flüchtlinge durchreisen lässt. Die Nerven liegen blank. Unser Plan, entweder wir können die Grenze passieren oder wir sterben hier. Mehr als 5000 Flüchtlinge sind an der griechisch-mazedonischen Grenze mittlerweile gestrandet. Syrer und Iraker dürfen weiter einreisen, doch die Kontrollen sind sehr streng. Das dauert lange, deshalb kommt es zu einem großen Rückstau. Es zeichnet sich ab, dass weiterhin viele tausend Flüchtlinge nach Griechenland kommen und es aber unmöglich wird oder immer schwieriger für all jene, in die Nachbarländer weiterzureisen. Deshalb haben wir schon jetzt der griechischen Regierung unsere Unterstützung angeboten. Diese Fähre hat heute Morgen erneut ungefähr 4.500 Flüchtlinge von den Inseln Samos, Leros und Rhodos nach Piräus gebracht. Sie mussten mehrere Stunden im Hafen ausharren. Die Polizei lässt sie nicht weiterfahren, um die Lage an der Grenze zu Mazedonien nicht zu verschlimmern. In der Ägäis wurden mehr als 1000 Flüchtlinge gerettet. Sie werden auf Lesbos erst einmal registriert und versorgt. Wenn sich Menschen in Syrien nicht mehr sicher fühlen, dann werden auch sie kommen. Ich danke Gott, dass wir hier sicher sind. Laut UN sind in diesem Jahr schon fast 100.000 Flüchtlinge in Griechenland angekommen. Die Regierung fühlt sich allein gelassen, wirft den Balkanstaaten Panikmache vor. Sie fordert weitere Unterstützung von der EU.